Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Phantom Kristall 14, 13, irgendwie sowas. Wir erfahren jetzt die Urgeschichte. Holu. Urgeschichte? Die Geschichte von Anfang und Ende einer Welt. Am Anfang gab es nur eine einzige Welt. Diese Welt wurde vom Urschöpfer erschaffen. Er schuf eine friedliche Welt mit Menschen und Pokémon. Er schaute ihnen zu, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelten, bis. Bis was? Alles, was der Urschöpfer erschaffen wollte, war eine friedliche Welt, doch was am Ende entstand, war ganz anders. Dunkle Emotionen keimten in seiner Geschöpfung. Diese fingen an, gegeneinander zu kämpfen, sich zu töten. Kriege entstanden und somit auch Angst, Verzweiflung und Hass. Der Urschöpfer mischte sich ins Weltgeschehen ein. Er entzog seinen Geschöpfen diese dunkle Keime, damit die wieder im Frieden miteinander leben konnten. Doch was er dadurch erschaffen hatte, war schlimmer als alles, was er sich vorstellen konnte. Entstand eine Kreatur, erschaffen durch die entzogene dunklen Keime. Diese Kreatur war das reine Böse. Seine Macht war unvergleichlich, eine Macht, die den Urschöpfer gleicht, nur mit einem Unterschied. Diese Kreatur stärkte sich mit den dunklen Keimen der Geschöpfe. Der Urschöpfer und diese Kreatur begannen einen nie endwollenden Kampf. Die Welt wurde dabei in viele Teile zerbrochen. So entstand zum Beispiel deine Welt, sowie auch die Paralleldimension Raikou. Nun letztendlich hatte das Böse gesiegt, hätte sich der Urschöpfer nicht geopfert. Er schuf eine letzte Welt, die Phantomwelt, und sperrte das Böse dort ein. Mit letzter Kraft verschloss er die Phantomwelt. Als Gegenreaktion entstand der Phantomkristall, der in zwei Teile gerissen wurde. Ein Teil landete in deiner Welt, der andere Teil in der Paralleldimension. Wenn diese zwei Kristalle zusammenkommen, entsteht der Schlüssel der Phantomwelt, der Schlüssel. Zum Bösen. Ja, das ist der Schlüssel zum Bösen. Weil da fehlt ein S bei Schlüssel. Ja, ich habe gerade gerechtschreibflamed. Ich kann das. Oh nein, du hast also Team Phantom vor. Das hat also Team Phantom vor. Ich rechtschreibflame kann ich mal richtig durch vorlesen. Wir wollen also diese Phantomwelt öffnen. Aber kannst du denn diesen Kristall nicht einfach zerstören? Nachdem der Urschöpfer starb, entstand ich also als Nachfolger. Meine Macht ist leider sehr begrenzt. Und diese Macht muss ich auch nutzen, um die entstandenen Welten im Gleichgewicht halten zu können. Ach so, darum hat er auch gesagt, dass er Erbe aller Welten sei. Ich gebe dir deshalb nun den Auftrag, Team Phantom und ihren Plan zu hindern. Wenn du sie findest, kann ich zu dir kommen und sie zurück in ihre Welt zu schicken. Somit werden sie nie an den Phantomsplitter in dieser Welt gelangen. Durch diese Weise dürfte ich nicht allzu viel Kraft verlieren, so wie viel sollte ich dadurch auch nicht allzu stark sein, ins Weltgeschehen eingreifen. Okay, wenn du meinst, dass wir dadurch verhindern können, dass sie die Phantomwelt öffnen können, bin ich dabei. Ich würde sowieso alles tun, um die Zukunft, die ich gesehen habe, zu verhindern. Gut, alles klar. Dann werde ich dich dorthin zurückschicken, wo du hergekommen bist. Nein! Ach ja, eine Frage noch. Was ist mit der anderen Menschen, die in diese Welt geschickt wurden? Oh. Ich werde sehen, was ich mit meiner begrenzten Macht machen kann. Kümmere dich lieber um Team Phantom. Jawohl. Ach warte, einen Gefallen kann ich dir noch machen. Okay. Was hast du gemacht? So, fertig. Da du aus einer anderen Welt kommen wirst, wir hier viele neue Pokémon treffen. Da dein Pokédex diesen aber nicht erkennen kann, habe ich ihn nun erweitert, dass er Informationen zu jedem Pokémon erstellen kann. Kurzum, dein Pokédex wird nun alle Pokémon erkennen. Auch die, die bisher kein anderer Mensch gesehen hat. Ist ja cool. Ja, lol. Außerdem noch eine andere Sache. Da du dich nun in einer anderen Welt befindest, habe ich dir nun die Möglichkeit gegeben, dass deine Karte nur die Informationen der Paralleldimension anzeigt. Oh, vielen Dank. Nimm nun diese Tür, um diese Welt zu verlassen. Pass auf dich auf, wenn noch viele Gefahren auf dem Weg liegen. Hey, immer schön optimistisch bleiben. Ich möchte aber lieber aus der Parallel raus. Na gut, tschüss. Ah. Versuch nicht zu fliehen, am Ende wirst du sowieso dort landen. Brauchst vor ihnen nicht zu fliehen, sie werden dich nur töten. Okay. Ist hier ein richtiger Computer? Stirb. Das ist ja nicht so nett. Ich hier schlafen? Nein. Naja, scheinbar habe ich hier alle gelöst. Ah, komm raus!
Komm raus! Wollt schon Nebulak. Naja, als Kette habe ich nicht gefunden. Du lebst ja noch. Ja. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als du den Schlüssel für dieses Zimmer genommen hast und dann so lange weg warst. Wir haben gedacht, ich hätte es auch erwischt. Aber nein, du bist nicht plötzlich verschwunden. Du stehst nun hier. Und das bedeutet... Der Fluch dieses Zimmers wurde gebrochen. Wir sind ja so froh, jetzt brauchst du dich die Gäste nicht mehr zu fürchten. Und selbstverständlich darfst du dabei auch nicht leer ausgehen. Wir überreichen dir hiermit nun herzlich den Zimmerschlüssel für das Zimmer 13. Für immer. Aha. Weiß er nicht. Freu dich, denn ab heute bist du ein Stammgast mit diesem eigenen Zimmer. Wir wünschen dir viel Freude damit. Cool. Kann ich jetzt auch immer in die Parallelwelt rein? Hallo, ich bin's. Wow. Kann hier nichts machen. Ist ja anzeichnend. Die eine Frau war bestimmt nur ein Geist, die mich da reinlocken sollte. So, nun mache ich mich auf, Team Phantom aufzuhalten. Ach Mist, ich habe ja ganz die Halskette der Dame vergessen. Halt mal, kann es etwa sein, dass sie mich nur in die Geisterwelt locken wollte? Wie gemein. Wenn das so ist, brauche ich mich ja nicht schuldig zu fühlen, wenn ich ihren Gefallen nicht nachgegangen bin. Mein Pokémon geheilt? Nein. Nur mein Pokémon heilen hier. So geht's ja nicht. Im PC. Auch genannt Pokémon Center. Ja, es tut mir echt leid, dass wir mit gar keinem Geister-Pokémon rausgekommen sind. Das lief ja äußerst schlecht. Willst du jetzt mit mir kämpfen? Hey, was willst du? Verschwinde von hier. Du hast hier nichts zu suchen. Ein komischer Typ. Ja, dann nicht. Will nicht mit dir kämpfen. Kommen jetzt hier vielleicht Pokémon? Geht hier ein alter Mann. Der Kartenshop ist jetzt frei. Sei gegrüßt, geehrter Kunde, wie sehr hast du noch keinen Cardreader? Als Premium-Aktion verteilen wir heute an jeden Kunden einen Cardreader. Du hältst einen Cardreader. Geil. Außerdem erhältst du noch diese Kampfkarten. Du hältst Kampf AP Recover Card C. Geil. Jetzt erkläre ich dir noch, wie man den Cardreader-System richtig anwendet. Die Battle Cards kannst du nur in einem Pokémon-Kampf verwenden. Um Battle Cards zu benutzen, ziehst du die silbere Seite der Karte durch den Kartenschlitz des Cardreaders. Okay. Was geht denn jetzt ab? Digimon Yu-Gi-Oh! Crossover. Das Pokémon, was gerade kämpft, erhält den Effekt der Karte. Das war's schon. Kauf noch gleich noch mehr Karten. Wir haben ein großes Angebot mit verschiedenen Karten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Cardreader-System. Gib mal her. 50 KP her. Hab ich die dauerhaft? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind das One-Use-Items. Sonst wäre es. Diese Karte heilt sowohl Verbrennungen als Paralyse des kämpfenden Pokémons. Aha. Diese Karte stellt 50 KP und 5 AP des kämpfenden Pokémons wieder her. Das als Tränke, ne? Vereisung und Schlaf. Zwei davon. Recover B. 5. Ja, es reicht erstmal. So viele Battle Cards. Egal. Bitte Battle Card Meister. Du? Ich hoffe, du hast genug Items für deine Reise eingepackt. Hast. Bis zum nächsten Pokémon Center ist ein langer Weg, weißt du? War ich mich heilen? Ja, war ich. Sago-Landschaft. Hier darf ich ein Pokémon fahren. Das Haus ist eingefroren. Vielleicht habe ich ja Glück. Und die Weiterentwicklung kann mittlerweile Zerschneider lernen. Nein, habe ich nicht.
Ich muss unser Ding jetzt wieder abholen, weil ich brauch's der Schneider. Unser Pokémon, was nicht offiziell unser Pokémon ist. Aber es ist halt das Einzige, was der Schneider lernen kann, selbst von den Pokémon, die wir gerade haben. Die beiden sind tot, weißt du? Und dann haben wir noch die beiden. Auch keiner von den beiden kann der Schneider lernen. Ist schon ein bisschen frustrierend, dass wir keinen Zerschneider haben. Es ist eher frustrierend, dass wir noch so oft Zerschneider brauchen. Sago-Landschaft. So, sag mir, dass es sich gelohnt hat, den Baum hier zu zerschneiden. Netzball. Naja, gratis Pokébälle sind immer nicht verkehrt. Das Haus ist wohl scheinbar im Sand untergegangen. Das ist wohl wahr. Die Legende der Sago-Landschaft. Weiterlesen? Ja. Als Kiriko in der Wüstenfolge aus dem Magen gegriffen wurde, ach nö. Wir wollen hier nicht so viel Story. Ach cool, hier gibt es einen Fahrradweg auf jeden Fall. Und ich habe Larisa vorne, das ist gut. Hey, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Wenn du einen kleinen Kampf möchtest. Was? Kuribi. Jetzt verstehe ich. Neue Pokémon sind aufgetaucht. Yanma. Den kenne ich. Hey, Kuribi, ich will auch ein Kuribi. Ich hoffe, ich fange ein Kuribi. Oh, Temposchub. Erstmal mit Gesichter angreifen. Und da ist unser Pokémon. Es ist Knospi. Cool. Ich freue mich. Ich wollte schon immer mal ein Knospi haben. Ich glaube, ich habe das größte Pech in diesem Dingens überhaupt. Ich kann keine Pflanzen-Pokémon bedingen. Bedus. Knospi wurde gefangen. Juhu. Ich denke mal, keiner von euch möchte Knospi sein. Deswegen nenne ich es Kelvin. Kelvin. Oh. Nee, Kelvin Knopp. Noch ein Beleber. Passt auf, jetzt kommt das coole Pokémon. Ein Pichu. Dazu einfach gar nichts, okay? Pichu Level 24. Willkommen Knospi Level 13. Okay, ein Pichu Level 24 ist auch nutzlos, ja, weil es ist viel zu hoch. Aber, wir bekommen Knospi Level 13. Juhu! Ist so, es gibt's ja auch noch. Jedes Pokémon wäre cooler gewesen als Knospi. Und da ist ein Kuribi. Ich wollte Kuribi haben. Kuribi sieht niedlich aus. Wasser ist tiefblau.
Luxusball. Oh, hier gibt es jetzt wilde Wasser-Pokémon. Auch eh kein Wasser-Pokémon. Level 25. Tschüss. Bad. Es kann scheinbar nur Regentanz. Egal. Kann ich mit mir machen hier. Nee, Sago Bergpass. Wenigstens wieder ein neues Gebiet, wo ich Pokémon fangen kann. Na, oh, Kuribi, Level 12. Ich wollte einen Kuribi haben. Mann. Ich dachte, ich komme. Da oben rauf. Boah, ist der Weg hier. Sago Untergrund. Nochmal ein neues Gebiet, wo ich Pokémon fangen kann, wenn ich das. Mit Schatten. Hier komme ich schon mal nicht weiter. Kann hier runterspringen, dann bin ich aber hier auf der Seite gefahren. Ah, so viele Wege, ne? Also hier komme ich auf jeden Fall rein, wenn ich da lang gehe, und dann komme ich da hoch. Was mache ich denn jetzt? Ist schon anstrengend, hier eine gute Entscheidung zu treffen. Muss man ganz ehrlich sagen. Denk mal, ich kämpfe gegen die hier. Na, glaubst du, kannst mich besiegen? Denke schon. Auch wenn du ein Wablu Level 25 hast. Auf Furienschlag. So eine blöde Furie. Au, au, au. Boah, es hat aber ganz schön reingehauen, ne? Und plötzlich sind wir auch wieder voll Level to Level. Nein! Juhu, was geht ab? Lass uns kämpfen! Ah. Dick da kann mir eigentlich nichts tun. Aber ich kann Dick da auch nicht so viel tun. Oh, guck mal, ich mache meinen Windstoßen und es wirbelt raus. Georock. Ja, gegen Georock möchte ich eigentlich direkt Momond einsetzen. Das wäre das Himmelsfahrtkommando. Mal sichern. Wir nähern uns jetzt sowieso dem Ende. Da komme ich auf jeden Fall nicht einfach mit Wasser hin, aber ich muss durch diese Höhle hier. Weil. Ah, da komme ich einfach nur an ein Item. Nehme ich das Item doch direkt mit. Ein Elixier? Schaut man nicht ins Tier. Ein Mondstein? Das ist fein. Hey, was machst du hier? Chillen? Pikachu, keine gute Wahl. Lamm. Wisst ihr schon, was ich bekommen habe? Richtig. Ein Knospi. Richtig schön. Von allen Pokémon, die ich hätte fangen können, Knospi. Lorblatt. Ich war jetzt gerade echt verwirrt. Lorblatt? Hä? Aber natürlich, das Ding heißt Lorblatt. Weil ich hat so mehr Bayleaf gerade im Sinn. Aber Lorblatt. Und bam. Larisa kennt da nichts. Endlich macht mal Larisa ein bisschen ernst. Boom. Pokéball. Na gut, ich hätte auch einen Wampel bekommen können mal wieder. Das wäre genauso schlimm.
jetzt bin ich hier dreimal hin und her gefahren. Brettern. Hätte ich tatsächlich lieber gehabt als ein Knopsi. Supertrank. Habe ich hier auf jeden Fall alles mitgenommen, was ging. Jetzt gucke ich hier, ob im Bergpass auch Pokémon gibt. Scheinbar nicht. Scheinbar habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ich gehe mich da noch mal heilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin. Und tschüss.